Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute Abend auf die neueste Folge von Hart aber fair, wo sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Fabio De Masi heftige Debatten geliefert haben. Ich habe von der Folge bisher nur Clips auf Twitter gesehen, aber ich bin schon gespannt darauf. Wie gesagt, De Masi ist ein Politiker von der Linken, den halte ich für sehr, sehr vielversprechend. Der kennt sich sehr gut mit Wirtschaftspolitik aus, hat sich auch schon immer für Frieden eingesetzt. Und ja, ihr kennt Strack-Zimmermann, eine Kriegstreiberin erster Güte. Also die Debatte zwischen den beiden wird sehr, sehr spannend. Und daneben sind noch fünf andere oder vier andere Politiker von noch den anderen Parteien dabei. Ja, die werden wir auch gleich sehen. Aber bevor wir anfangen, ein Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Udesee und Rumble. Ich bin auf Rumble unter Agitator der sozialen Marktwirtschaft zu finden. Und ihr findet auf Rumble auch die wichtigsten Reaktionen, die wichtigsten Talks. Hier seht ihr es schon, ein paar Sachen habe ich schon hochgeladen. Die habe ich hochgeladen, bevor sie auf YouTube online gekommen sind. Also vielleicht, wenn ihr mich auf Rumble und Odyssey abonniert, bekommt ihr die Videos, die ihr hier auf YouTube sehen würdet, da ein paar Wochen früher. Wer weiß, müsst ihr mich abonnieren, dann seht ihr es. Und auf Odyssey, da werden erstmal alle kurzen Videos, die ich auf YouTube hochlade, ohnehin hochgeladen. Und alles, was ich auf Rumble hochlade, wird dort auch hochgeladen. Also folgt mir bitte auf Odyssey und Rumble, einfach damit wir unabhängiger von YouTube werden. Ihr wisst, wie das aktuell mittlerweile ist. Kritische Kanäle werden auf diesen Plattformen gesperrt. Hier blende ich es nochmal ein, sodass ihr es auch sehen könnt. Hab mein Bild nochmal verschoben. Agitator der sozialen Marktwirtschaft und die sekundäre Agitation heiße ich auf Odyssey. Also abonniert mich bitte da. Und wenn ihr Rumble habt, beziehungsweise mich lieber dort schauen wollt, dann findet ihr mich auf Rumble unter Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Bisher sind nur rund 5 bis 10% meiner ganzen Follower, die ich hier auf YouTube habe, oder okay, seien wir mal fair, 5 bis ja maximal 13% meiner Follower, die ich hier auf YouTube habe, auf Odyssey und Rumble umgestiegen. Also, liebe Leute, geht auf diese Plattform, unterstützt mich auch dort, abonniert mich auch dort, denn es könnte sein, dass dieser YouTube-Kanal irgendwann einmal gesperrt wird. Ihr wisst, YouTube strikt, demonetarisiert und sperrt ziemlich willkürlich Kanäle. Auch dieser Kanal hier wurde gestrikt und demonetarisiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er gesperrt werden wird, wenn die Entwicklung auf YouTube so weitergeht. Naja. Aber beginnen wir jetzt mal mit unserer Reaktion auf Hart aber fair. Hier sehen wir schon mal das Titelbild der Sendung. Kampf um Europa. Siegen die Populisten? Eine furchtbar dumme Frage, jedenfalls meiner Ansicht nach. Und hier seht ihr schon die Bilder. Meloni, Le Pen und Sahra Wagenknecht. Also ja, ein ziemlich unverhohlener Angriff auf das Bündnis Sahra Wagenknecht, auf das BSW an dieser Stelle. Also Meloni, eine neoliberale Transatlantikerin, Le Pen, eine französische Rechte. Welchen Weg sie nehmen wird, wenn sie regiert, das werden wir sehen. Also der Front National, der hat sich ja sehr gemäßigt und dem Establishment angenähert. Also wird eine ähnliche Entwicklung wie Meloni durchschreiten. Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist ein linkes Parteibündnis. Naja, das ist dann dieser bescheuerte Sammelbegriff Populismus, also beziehungsweise Populisten. Da wird dann alles drunter subsumiert, was das Establishment in irgendeiner Weise kritisiert. Also mir konnte noch ka niemand eine ja, zufriedenstellende Definition des Wortes Populismus liefern. Das ist einfach ein negatives Schlagwort, um kritische Stimmen zu diffamieren. Also ähnlich wie Verschwörungstheorie oder rechtsnational oder was es da mittlerweile alles gibt. Da ist Populisten noch einer der harmloseren Angriffe. Ich meine, Populus bedeutet Volk und für wen als das Volk sollte in einer Demokratie Politik gemacht werden. Also so ist meine Sicht auf diesen Begriff. Naja, wollen wir uns nicht zu lang dran aufhängen. Ich fand nur dieses Titelbild und diesen wirklich selten dämlichen Titel hier so interessant, dass ich ihn mit euch teilen wollte. So, beginnen wir nun mit der Reaktion. Diesen Gästen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Katharina Barley von der SPD. Da fehlt doch was. Ihr sitzt doch noch beim Förderkreis Deutsches Heer. Anton Hofreiter von den Grünen. Leif-Erik Holm von der AfD. Fabio De Masi vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Gordon Ripinski, Journalist und Leiter von Politico Deutschland. Und Julia Klöckner von der CDU. Wir legen los. Politico, also Springer-Konzern. Springer, der größte Aktionär dort, ist der amerikanische Heuschrecke KKR, die auch in die Rüstungsindustrie investiert. Könnte man an der Stelle auch nochmal sagen. Schönen guten Abend auch hier in der Runde.
Schön, dass Sie dabei sind. Ja, in 2 Wochen ist Europawahl und die Plakate hängen in ganz Deutschland. Frau Strack-Zimmermann, Sie sind Spitzenkandidatin der Liberalen in Europa auf den Plakaten. In Deutschland zumindest sehen wir überall Friedensbotschaften von den Parteien. Da steht ganz oft das Wort Frieden auch drauf. Bei Ihnen nicht, da steht Eurofighterin drauf. Warum nicht auch Frieden? Da steht auch drauf, dass Verteidigung oder dass Freiheit Verteidigung braucht. Und vor allen Dingen ist mein Konterfei drauf, denn Sie sehen vor allen Dingen auch Plakate von Sarah Wagenknecht, von Robert Habeck, von der Außenministerin, vom Bundeskanzler, die alle übrigens nicht kandidieren. Und Sie werden heute auch Herrn Merz sehen mit Frau von der Leyen. Herr Merz kandidiert auch nicht, also das nur am Rande. Und Frau von der Leyen kandidiert auch nicht. Sie will zwar Präsidentin werden. Also das ist schon eine interessante Gemengelage. Ich glaube, dass nicht nur ich glaube, wir wollen alle Frieden. Aber es geht nicht darum, was wir wollen, sondern wie die Lage objektiv ist. Und die ist eine Tragödie nach 2 Jahren und 3 Monaten in der Ukraine. Und von Frieden kann keine Spur sein. Wir haben die Bilder gesehen, wie Zivilisten angegriffen werden, vorgestern beim Einkaufen. Wir sehen, dass Russland weiter mit dem Feuer spielt an der estnischen Grenze. Heute wurden die Grenzmarkierungen von Russland beseitigt auf dem Seeweg. Das heißt, in Litauen wird versucht, die Grenze zu verschieben. Das heißt, wir haben es massiv mit jemandem zu tun, der den Frieden nicht will, der uns unter Druck setzt. Und deswegen müssen wir den Menschen klar sagen, dass wir uns eben auch in die Lage versetzt sehen müssen, nicht nur konventionell, sondern auch hybrid und all bei diesen Anfeindungen uns zur Wehr zu setzen. Und dann in der Tat, wenn wir das tun, dann werden wir auch dauerhaft Frieden haben. Ja. Jemand, der Frieden auf seinen Plakaten hat, ist Herr De Masi. Wieder dieses typische NPC-Publikum, was bei jeder noch so dummen kriegstreiberischen Floske gegen Russland anfängt zu klatschen. Also, ja, typische Show-Publikum im Öffentlich-Rechtlichen. Ich wollte nur darauf hinweisen. Also, das war ja gerade von Strack-Zimmermann mal wieder gar nichts. Und ja, brauche ich nicht jedes Mal zu erwähnen. Aber ich die Sachen, die mir auffallen, ich hatte es ja jetzt schon die ganze Sendung so gemacht, die erwähne ich auch schon am Anfang. Sie sind Spitzenkandidat bei der Europawahl vom Bündnis Sarah Wagenknecht, plakatieren, wie ich finde, ganz interessant, mit Krieg oder Frieden. Sie haben jetzt die Wahl. Können Sie mir das erklären? Heißt das, wer die anderen wählt, wählt Krieg? Na, das heißt vor allem, dass wir in der Ukraine einen furchtbaren völkerrechtswidrigen Angriff Russlands erleben. Da geschehen große Verbrechen. Aber dieser Krieg hat eine komplexe Vorgeschichte. Charles Kupchin, der Sicherheitsberater von dem früheren Präsidenten Obama, hat gesagt, er hat das für einen großen Fehler gehalten, dass man sich unmittelbar neben einer Großmacht wie Russland Gedankenspielen hingibt, den NATO-Beitritt zu forcieren. Und jetzt geht es darum, wie wir diesen Krieg schnellstmöglich beenden. Und zwar so, dass nicht immer mehr junge Ukrainer auf dem Schlachtfeld sterben. Ich will trotzdem noch mal bei dem Satz bleiben. Krieg oder Frieden, Sie haben jetzt die Wahl. Das ist ja eine Aufforderung an die Wählerinnen und Wähler. Sie haben die Wahl Krieg oder Frieden. Das heißt, wenn Sie nicht Ihre Partei wählen, dann wählen Wähler den Krieg? Naja, natürlich haben die Wahl Einfluss auf die Frage, welche politischen Kräfte gestärkt werden. Und es gibt eine ganz große Koalition in Deutschland derzeit, die von der CDU bis zur AfD reicht, die im Prinzip die deutsche Hochrüstung befürwortet. Es gibt auch diese Parteien, die zum Beispiel aktuell Waffenlieferungen weiter in den Gaza-Konflikt befürworten. Wir haben dort eine andere Perspektive. Wir sagen, die Waffen muss ja auch jemand bedienen. Und es ist doch ein Zeichen, dass sich Hunderttausende junge Ukrainer derzeit diesem Wahnsinn entziehen. Und wir können denen nicht sagen, wir schicken euch in ein Schlachtfeld, in einen nicht gewinnbaren Krieg, weil irgendjemand muss die Waffen ja bedienen. Und wir haben schon vor einem Jahr, da wurde versprochen, mit allen möglichen Waffenlieferungen, die wären ein Gamechanger. Es ist anders gekommen. Russland drückt immer weiter an der Vorderhand. Und deswegen brauchen wir meines Erachtens diplomatische Initiativen, und zwar, um dieses Sterben zu beenden. Und es sind immer wieder deutsche Politiker, zuletzt Herr Kiesewetter, der zum Beispiel sagt, ja, man müsse jetzt den Ukrainern ein faires Angebot machen, dass sie quasi in den Schützengraben zurückkehren. Ich frage mich immer, die Politiker, die sowas... Ein faires Angebot meint dann normalerweise die Sozialhilfe streichen. Also sie finanziell unter Druck setzen, dass sie doch bitte endlich aus der EU abhauen sollen oder ihre Passdokumente nicht verlängern, damit sie
freiwillig in die Ukraine zurückkehren, weil man ohne Passdokumente im Ausland halt schlecht zurechtkommt. Also das ist dann dieses faire Angebot. Also wirklich eine unglaublich zynische und euphemisierende Sprache für diese, ja, also diese wirklich bösartige Behandlung von Menschen, die einfach nur in Frieden leben wollen. Also dazu fällt einem noch wenig ein. Fordern in Deutschland, warum schicken die nicht ihre eigenen Söhne und was ist eigentlich gemeint mit dem fairen Angebot? Vielleicht, weil Herr ja, sehr gut von Fabio De Masi. Also jetzt gar nicht mal angriffslustig, sondern ja, warum schicken die nicht ihre eigenen Söhne? Also, gute Frage. Ich meine, als von der Leyen, also ob eines ihrer Kinder denn im Krieg kämpfen würde, da hat sie kurz gelacht und dann gesagt, nee, natürlich nicht. Also, ja. Das, ja, die, die bestimmen, gegen wen Krieg geführt wird, das sind nicht diejenigen, deren Kinder dann im Schützengraben liegen. Kiesewetters Söhne keine Ukrainer sind und gerade nicht in der Ukraine kämpfen. Herr Hofreiter, Sie... Du kannst dich doch in der ukrainischen Armee freiwillig melden. Also, verbietet dir ja keiner. Die Ukraine zahlt dir ein sehr gutes Gehalt von unseren Hilfsgeldern übrigens. Ausländische Söldner, die verdienen da prächtig. Sie haben was ganz Interessantes am Wochenende gesagt. Sie haben sich in einem Interview dafür ausgesprochen, ich habe das Zitat hier, dass westliche Waffen auch auf ukrainischem Boden eingesetzt werden können, um Ziele in Russland auch zu treffen. Nehmen Sie damit eine Ausweitung? Fühte, das ist kein Argument. Stalin hat seine Kinder auch kämpfen lassen im Zweiten Weltkrieg. Also, er hat auch keine. Also, das ist kein Argument. Also, ja, man kann es sich ganz einfach machen. Dieses, warum schickt ihr nicht eure Kinder zuerst? Das kann man ganz einfach beantworten, weil sie wissen, dass die sterben könnten und weil sie wissen, dass Geld und geostrategische Interessen es nicht wert sind, dass dafür Menschenleben geopfert werden. Solange es ihre eigenen oder die ihrer Angehörigen sind. Weil völlig fremden Menschen ist ihnen das herzlich egal. Ja. Danke an Seppi TV, dass du Nefüte ein Abonnement geschenkt hast. Ihr könnt mir jetzt übrigens auch auf PayPal Geld überweisen. Der Link ist in meiner, ich weiß nicht, ob ich eine auf Twitch habe, aber auf YouTube habe ich eine, auf Odyssee und auf Rumble habe ich den in meiner Kanalbeschreibung verlinkt. Also ja, da geht dann mehr an mich und weniger an Twitch. Und das ist, glaube ich, auch etwas kündigungssicherer als Twitch, obwohl. Es wurde ja auch schon Leuten ihr PayPal-Konto gekündigt. Also man kann sich heute nichts mehr sicher sein. Des Krieges in Kauf? Nein, als allererstes muss man mal ganz klar betonen, dass dieses Plakat natürlich sehr verräterisch ist und Herr De Masio recht hat, dass letztendlich das, was die Leute wählen, Entscheidungen hat. Das Problem ist nur halt vollkommen andersrum, wie er denkt. Nämlich damit, dass man ständig sozusagen Schwäche signalisiert gegenüber Russland und er zu den Leuten gehört, die gegenüber Russland Schwäche signalisieren, sorgt er mit dafür, dass der Krieg eskaliert ist, sorgt er mit dafür, dass der Krieg länger läuft und mit der Regelung, dass wir zum Beispiel der Ukraine verbieten, russische Angriffe auch im russischen Luftraum abzuwehren, machen wir die Zivilisten in Kharkiv schutzlos. Na, das verbietet der Ukraine ja niemand. Also die Ukraine schießt ja ständig im russischen Luftraum, also versucht es zumindest dort, Flugobjekte abzuschießen. Die Ukraine hat im russischen Luftraum sogar ukrainische Kriegsgefangene abgeschossen. Also da sind zahlreiche Menschen gestorben, weil die Ukraine sich vertan hatte. Nämlich Kharkiv ist 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wenn Sie mit einem Jet zum Beispiel einen Baumarkt bombardieren wollen, wo erst 12 Zivilisten umgekommen sind, dann können Sie das technisch nur verhindern, wenn Sie diese Maschine auch im russischen Luftraum zerstören können. Es geht hier ganz konkret um den Schutz der Zivilisten. Warum hat das ukrainische Militär seine Anlagen in dicht besiedelten Gebieten? Warum verwendet es Zivilisten als Schutzschilde? Also das rechtfertigt russischen Kriegsverbrechen, Natürlich sind russische Kriegsverbrechen weiterhin illegal, auch wenn die Ukraine hier Zivilisten als Schutzschilde missbraucht. Aber Zivilisten als Schutzschilde zu verwenden, in zivilen Gebäuden, militärische Einrichtungen zu betreiben, dort Waffen zu lagern, das ist verboten. So etwas ist völkerrechtswidrig. Genauso wie es völkerrechtswidrig ist, solche Einrichtungen anzugreifen. Also wie gesagt, die russischen Kriegsverbrechen werden dadurch nicht legaler. Aber was die Ukraine hier macht, das ist völkerrechtswidrig und das müsste mal einer ansprechen.
Listen in dieser Millionenstadt. Ist das Ihre Position oder auch die Ihrer Partei? Das ist auch die Position nach allem, was ich weiß, meiner Partei. Nämlich, wir wollen die Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine schützen und die Menschen müssen sich gegen diese... Naja, und was Zivilisten angeht, also die Ukraine beschießt andauernd die russische Zivilbevölkerung. Sei es in Donetsk, sei es in Belgorod, sei es in Kursk. Also in Belgorod beispielsweise ein Weihnachtsmarkt angegriffen und Dutzende Menschen getötet. Also ein ganz glasklarer Angriff auf ein ziviles Ziel, ein eindeutig ziviles Ziel. In Donetsk hat sie immer wieder Wohngebiete beschossen, also schon seit 2014. Das ist ja nichts Neues. Also die Ukraine nimmt in ihrer Kriegsführung genauso wenig Rücksicht auf Zivilisten wie Russland, mindestens genauso wenig, wenn nicht noch weniger. Wie gesagt, die Ukraine benutzt Zivilisten auch bei Sicherheitsschutzschilde, was auch illegal ist, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Terroristischen Angriffe verteidigen können und man muss endlich dafür sorgen, dass Putin begreift, dass er nicht immer weiter eskalieren kann. Was da von der Seite gemacht wird, ist Putin gegenüber zu sagen, du kannst beliebig eskalieren, du kannst Zivilisten töten und am Ende sozusagen zahlst du keinen Preis dafür. Das ist schlichtweg eine Eskalation. Die immer hier vom Frieden reden, die beiden Herren da, die sagen am Ende dafür, dass Putin straflos eskalieren kann und verlängern damit den Krieg. Frau Barley. Also Objekte angegriffen hat, die, wo es wirklich um das Ukraine-Sein geht. Also wenn man jetzt die Ukraine abschneidet von Nachschub, von Waffenlieferungen, dann ist das nicht Frieden. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Und das wäre eine Unterwerfung, eine Kapitulation. Und ich habe in meinem Leben jetzt sehr, sowohl in Brüssel als auch in der Ukraine selbst, als auch in Deutschland, mit sehr, sehr vielen Ukrainerinnen und Ukrainern gesprochen. Ich habe noch keinen einzigen gefunden, keinen einzigen, der gesagt hätte, bitte lasst uns jetzt aufhören zu kämpfen, bitte lasst uns jetzt in Waffenstillstandsverhandlungen eintreten. Nicht einen. Ich habe ganz viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ich möchte Sie erinnern, vielleicht kennen Sie Ihr eigenes Wahlplakat nicht. Jetzt lassen Sie mich bitte ausreden. Was Rolf Mützenich nicht gesagt hat, hat er nachher in der Süddeutschen Zeitung sehr ausführlich erklärt. Und er hat genau das Gleiche gesagt wie ich auch, dass die Ukraine weiterhin unterstützt wird. Frau Barley, zurück zu meiner Frage. Gehen Sie bei dem mit, was Herr Hofreiter vorschlägt? Zurück zu der Frage. Die einzelnen Regierungschefs oder Regierungen in Europa entscheiden sich dazu, unterschiedliche Beiträge zu leisten in diesem Krieg. Und Deutschland hat sich entschieden, der zweitgrößte Unterstützer militärisch der Ukraine weltweit zu sein und bei weitem der größte. Herr Fragt einer, gibt es Beweise dafür, dass Zivilisten als Schutzschilde benutzt werden? Ja. Dafür gibt es natürlich Beweise. Das war schon 2022 bekannt. Also da hat Amnesty die Ukraine für das Verhalten beispielsweise Schulen als militärische Einrichtung zu missbrauchen kritisiert. Also das ist schon länger so. Das ist kein neues Verhalten. Da geht es jetzt gar nicht um dieses Einzelne mit dem Baumarkt. Da habe ich mich gar nicht jetzt mit beschäftigt. Das ist auch völlig egal. Aber dass die Ukraine grundsätzlich Zivilisten als Schutzschilde benutzt, das ist schon länger bekannt. Ich hatte zwei Raids, schreibt gerade einer. Die habe ich vorhin nicht gesehen. Dankeschön für den Raid. Wer hat mich denn da geradet? Das passiert, wenn man in den ersten Minuten nicht auf den Chat achtet. Brotfunk, dankeschön Brotfunk an den Raid. Die sind ja, ach, Mannerzwerg, dankeschön Mannerzwerg an den Raid. Ich hatte nur gesehen, dass ihr im Chat war. Danke euch beiden. Ich shoutoute einen von euch beiden auch gleich noch. Ja, dann, wie gesagt, danke ihr beiden, falls ihr das hier hört. Ich hatte das vorhin nicht mitbekommen. Ich dachte, okay, die ersten paar Minuten ist im Chat ja eh noch nichts los. Deswegen habe ich so viele Zuschauer, das ergibt Sinn. ...größte in Europa. Und vor allen Dingen geht es für die Ukraine ja jetzt um zwei Dinge. Es geht um Munition und es geht um Luftabwehr. Und diese beiden Dinge braucht die Ukraine dringend. Und Luftabwehr bekommt sie von wem? Wer hat jetzt gerade das dritte Patriot-System? Barley, jetzt machen Sie ein Ablenkungsvermögen. Herr Hofreiter, ich will von Ihnen gerne wissen, der konkrete Vorschlag, der von Herrn Hofreiter am Wochenende kam, nämlich zu sagen, auch mit den Waffen, die wir liefern, sollte die Ukraine zum Beispiel Jets im russischen Luftraum abschießen dürfen. Es geht genau um Flugabwehr. Nämlich technisch geht es gehen Sie da mit oder gehen Sie da nicht mit? Mit der von uns gelieferten Flugabwehr Kharkiv zu verteidigen, wenn sozusagen diese Flugabwehrrakete in den russischen Luftraum eindringen darf. Also die Ukraine schießt schon Flugzeuge im russischen Luftraum ab. Also
wie gesagt, die Frage ist, ob Deutschland sich daran jetzt beteiligen soll. Also die Haltung ist dazu ganz klar, Deutschland sollte der Ukraine gar keine Waffen liefern, Deutschland sollte alles dafür tun, dass dieser Krieg endlich endet. Danke an Karim, dass du ein Abonnement abgeschlossen hast. Ihr seid ja heute echt aktiv im Chat. Ich will auch antworten lassen, Herr Freitag. Bevor Sie den anfliegenden Marschflugkörper oder den anfliegenden Jet abschießt. Es geht technisch gar nicht anders. Oder wir sagen, Kharkiv ist verloren. Also anders geht es einfach technisch nicht, weil es zu nah an der Grenze ist. Also ich bezweifle das, dass das technisch nicht anders geht. Und die einzelnen Regierungen entscheiden da. Und der Bundeskanzler hat ganz klar gesagt, dass er dagegen ist. Und da hat jede Regierung eine Einschätzungsprärogative. Und wenn man sich mal anguckt, wie die anderen Regierungen in Europa Entscheidungen treffen, da sind welche, die sich komplett quasi rausziehen aus der Luftabwehrunterstützung für die Ukraine. Deutschland liefert, aber es gibt eben auch einen Punkt, wo diese Regierung sagt. Das ist doch eine klare Antwort, Herr Rypinski. Frau Bali verweist auf den Bundeskanzler. Der inszeniert sich ja als Friedenskanzler auch auf den Plakaten, die plakatiert werden. Scholz neben Bali und auch groß das Wort Frieden. Er agiert insgesamt in dieser Debatte als der Vorsichtige. Tut er das aus Überzeugung oder ist das vor allen Dingen Taktik im Wahlkampf? Naja, er tut es, weil er natürlich weiß, dass ein Teil der Bevölkerung ihm auch mit den ja doch relativ vielen Lieferungen ja auch nicht folgt. Das ist der Grund. Ne? Er weiß, dass es einen guten Teil gibt, die mögen es lieber so, wie Herr de Masi das vorschlägt oder vielleicht sogar Herr Holm, also eher die einfache Variante, in der man sagt, man kann einen Knopf drücken auf Krieg oder Frieden und dann hat man es gelöst und die ganze Komplexität. Das ist ja fast wie bei Dara. Es gibt keinen Friedensknopf. Ja. Um dazu noch mal kurz was zu sagen, Russland hat der Ukraine schon mehrfach verboten, Bedingungen, Anerkennung der territorialen Realitäten, Entnazifizierung, Entmilitarisierung, Neutralität. Bei den Friedensverhandlungen in Istanbul war Russland sogar bereit, auf die eroberten Territorien zu verzichten, also zurück hinter die Linie des 24. Februar zu kehren. Die Ukraine wollte das auf westlichen Druck hin nicht. Die Ukraine hat sich damals einem russischen Friedensvorschlag verwehrt. Wie gesagt, Boris Johnson ist nach Kiew gefahren, hat gesagt, der Westen ist noch nicht bereit für Frieden. Wir liefern euch alle Waffen, die ihr braucht, um Russland zu besiegen. Die Ukraine, die vom Westen vollständig finanziell abhängig war, hat sich dem gefügt. Und ja, deswegen haben wir heute noch Krieg. Also es könnte Frieden sein, wenn der Westen, wenn die Ukraine das gewollt hätte. Beziehungsweise wenn der Westen seine Haltung ändern würde, und der Westen meint jetzt natürlich vor allem die Hegemonialmacht USA, dann hätten wir Frieden. Es scheitert aktuell an der westlichen Verhandlungsunwilligkeit. Die ist dann zu schwierig. Und vorher, Frau Barley, sieht man natürlich diese ganze Hin- und Hergerissenheit in diesem Wahlkampf. Auf der einen Seite natürlich die Ukraine unterstützen zu wollen und auf der anderen Seite eben immer auf die andere Seite, auf die andere Seite achten zu müssen. Ich finde insgesamt, dass Sie sagen ja wenigstens, dass es ein völkerrechtswidriger Angriff ist, dass wir uns eigentlich darauf einigen müssten, dass in so einem Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffs die Unterstützung eindeutig ist und keine Frage des Wahlkampfes. Deswegen stört es mich eigentlich. Ob ihm klar ist, was er da gefordert hat? Also ich bin darauf gespannt, dass wir China bald Waffen liefern, damit das sich gegen eventuelle US-Aggressionen in Taiwan verteidigen kann. Da halten sich ja illegal US-Truppen auf. Und dass wir Serbien Waffen liefern, damit es sich gegen die illegale Aggression der NATO im Kosovo verteidigen kann. Und ich warte noch darauf, dass wir bald Bashar al-Assad Waffen liefern können, damit er sich von Israel endlich die Golanhöhen zurückholen kann. Beziehungsweise von unserem NATO-Partner Türkei den Streifen in Nordsyrien, die sie besetzt hält. Oder von den Kurden, die Gebiete, die arbeiten ja mittlerweile mit der syrischen Regierung zusammen, aber ihr versteht, was ich meine. Also nach der Logik müssten wir Waffen an Assad liefern. Ich bin gespannt, ob dieser Journalist, ich glaube, der war von Politico, wenn ich mich recht entsinne, der das dann auch noch so fordern würde. Ich schon, dass wir das zu einem Wahlkampfthema machen, und zwar egal, wo wir sind, und den Populismus da in der Debatte gewinnen lassen, weil eigentlich müssten wir alle einer Meinung sein, wir wollen nicht ein Europa, in dem die Grenzen wieder verschoben werden und in dem wir in eine Welt zurückkommen, die wir eigentlich mal überwunden hatten und in der wir viele Jahrzehnte gut gelebt haben. Aber jetzt mal im Ernst. Oh Gott, und für sowas gibt's Applaus. Also, die Welt, in der wir leben, das ist eine Welt, wo der Westen Grenzen willkürlich verschieben kann, wie es ihm gerade gefällt. Aber der Rest der Welt das eben nicht darf.
Und das ist das russische Verbrechen. Nicht, dass Russland hier einen Angriffskrieg führt, sondern dass Russland hier einen Angriffskrieg führt, der nicht in westlichem Interesse ist. Wenn du Angriffskriege führst, die von den USA gut geheißen werden, dann darfst du das. Völlig sanktionslos. Ich meine, sieht man ja gerade im Gaza-Konflikt. Da bombt Israel ja gerade den Gazastreifen in Schutt und Asche, hat schon fast 40.000 Menschen umgebracht. Und was hört man aus Deutschland beispielsweise? Legitime Selbstverteidigung. Ja, so viel dazu. Macht. Ja, aber Sie machen es doch schwarz oder weiß. Nein, Sie machen es schwarz oder weiß. Sie machen es. Ich finde es immer, interessant. Sie sind ein Putin-Versteher und ja, ich fasse es nicht. Sie bezeichnen mich, das ist ein schöner Punkt. Das machen Sie. Das ist ein schöner Punkt, Frau Strack-Zimmermann. Sie bezeichnen mich zum Beispiel als Putin-Versteher, weil ich eine andere Position in dieser Frage habe. Ich will Ihnen mal sagen, ich war der einzige deutsche Bundestagsabgeordnete, der im Wirecard-Skandal im Fokus eines mutmaßlichen russischen Spions, Egisto Ott, war, der gerade in Österreich verhaftet wurde. Währenddessen hat Ihre Partei, der Fundraiser ihrer Partei, Conny Bösch, bei Wirecard gebettelt. Also, ist sie echt zu blöd oder zu bösartig? Also, wie gesagt, das ist jetzt eine Frage. Das ist jetzt natürlich keine Frage. Ich unterstelle ihr das natürlich nicht, sondern das ist eine Frage, woran das liegt, dass sie sich hier so verhält. Ich will ja nicht verklagt werden. Darauf müsst ihr bei ihr echt vorsichtig sein. Also benehmt euch im Chat, sonst könntet ihr bald einen Anwaltsbrief kriegen. Es ist wirklich, was ist mit dieser Frau passiert, dass sie hier jetzt offensichtlich nicht verstehen will, dass Demasi auf ihren Vorwurf eingeht? Sie hat ihm vorgeworfen, ein Putin-Versteher zu sein, also auf der Seite Russlands zu stehen. Jetzt kommt Demasi mit einem Argument, warum die FDP mehr Beziehungen zu Russland hat, als sie selbst zugeben will, und wie er dort als Aufklärer agiert hat. Und sie unterbricht ihn da jetzt einfach und wirft ihm Whataboutism, also dieses Lieblingswort aller Heuchler, vor. Wirecard gebettelt, Kontakte zu Kreml-nahen Unternehmern zu bekommen. Heute Abend bei den und Linken Sie haben nicht. Hier die Chuspe, mich Sie als Putiner zu bezeichnen. Dem das, Thema, ist doch genau, dass die Ukraine das ist doch genau das Schwarz oder Weiß, was Sie hier machen. Man kann, diesen Krieg furchtbar finden und dennoch eine andere Position haben. Frau Strack-Zimmermann, Herr Demasi, wenn Sie sich gegenseitig so anschreien, dann verstehe ich nichts. Und also, Strack-Zimmermann hat Demasi unterbrochen. Warum wird sie da nicht zum Schweigen gebracht, sondern beide? Also immer wieder exzellent, dieser Moderator hier. Diese ganzen Talkshow-Moderatoren könnt ihr ja eh vergessen. Also diese ganzen Formate, die sollte man wahrscheinlich absetzen. Und ja, Talkshows sind sowieso dumme Formate. Da brauchen wir uns sowieso nicht weiter drüber zu unterhalten. Die Zuschauer zu Hause auch nichts. Deswegen bringe ich jetzt ein bisschen Ordnung rein. Mal wegkommen von und frage Frau Klöckner. Frau Klöckner, jetzt gab es eine brandneue Entwicklung. Das schwelte schon ein bisschen in der Diskussion rum, nämlich dass französische Soldaten eventuell in die Ukraine gehen, um dort vor Ort ukrainische Soldaten auszubilden. In Ihrem Wahlkreis werden ukrainische Soldaten ausgebildet. Wäre es für Sie denkbar, auch deutsche Soldaten in die Ukraine zu schicken, um dort die Ausbildung vorzunehmen? Sie haben recht, in meinem Wahlkreis liegt Idar-Oberstein, Artillerieschule. Dort werden Ukrainerinnen und Ukrainer an schwerem Gerät ausgebildet, sehr gut ausgebildet dort auch. Ich bin sehr eng im Gespräch mit Oberst Zunecke dort auch. Und da kann man nur sagen, das Fachwissen, die Simulatoren und alles, was man dazu braucht, ist in Idar-Oberstein. Und ich glaube nicht, dass es notwendig ist, wobei ich auch nicht so viel darüber reden will, was unsere roten Linien sind. Aber ob es besser ist, dann noch deutsche Soldaten in ein Kriegsgebiet zu schicken. Ich will nur eines sagen, als allererstes klar muss sein, dass wir das hier auch mal aussprechen, die Ukraine muss gewinnen. Zweitens, die Ukraine kämpft nicht. Die Ukraine wird nicht gewinnen. Also völlig irreelle Kriegspropaganda, die uns Klöckner hier einbläut. Nicht nur für sich als Ukraine, sondern sie kämpft auch für uns, die die gleiche Vorstellung von Souveränität und Völkerrecht und auch Freiheit haben. Und drittens, glaube ich, hat Herr Macron was Entscheidendes richtig gemacht, dass er gar nicht so sehr über irgendwelche Waffenlieferungen und Systeme redet, was wir machen, was wir nicht machen. Da bedankt sich ja Herr Putin, der braucht ja gar überhaupt keine Leute, die für ihn das irgendwie rausfinden, wenn wir ihm das jeden Tag auch noch liefern. Sondern Herr Macron hat gesagt, ich schließe nichts aus und alles andere. Danke an Seppi und an X-Wort Else für die Abonnements, die ihr vorgenommen habt. Da schreibt gerade einer, gerade ist
Stream beim Mixtalk. Ah, heute ist doch erst Dienstag, wenn ich mich recht entsinne. Ja, heute ist Dienstag. Heute ist nicht Mixtalk. Mixtalk ist morgen. Ist jetzt mal Strategie und deshalb bin ich auch heute nicht so sehr gewillt, über alles zu sprechen, was Deutschland nicht machen würde, sondern ich wäre ganz froh, wenn wir das tun würden, was wir auch sagen in Sonntagsreden, nämlich, dass wir die Ukraine unterstützen, weil wir für Frieden und Freiheit kämpfen und dass Diktatoren wie ein Herr Putin hier nicht ein Pilotprojekt zeigen können für alle anderen. Wenn ich mir die Achse China, Nordkorea, Iran und Russland anschaue, die Gott, die Achse China, Nordkorea, Russland, Iran. Ja, alles Länder, die vom Westen totsanktioniert wurden. Also nehmen wir den Iran. Der wird seit der Islamischen Revolution 1979 durch eine extrem aggressive westliche Außenpolitik bedroht. Also beispielsweise werden direkt nach der Islamischen Revolution 1980 hat der Irak gleich mal einen Krieg gegen den Iran angefangen. Mit westlicher Unterstützung, westlichen Krediten und westlichen Waffenlieferungen. Vorbei an einem Waffenembargo übrigens. Und ja, dabei sind rund 1 Million Iraner gestorben. Danach wurde der Iran wegen seines Atomprogramms sanktioniert vom Westen und der Westen hat versucht, pro-iranische Regierungen in der Region, beispielsweise in Syrien, zu stürzen. Seit der Iran, legal übrigens, Truppen in Syrien und im Libanon hat, wird er immer wieder Opfer westlicher, vor allem israelischer Angriffe. Also der Westen fährt eine extrem aggressive Politik gegenüber dem Iran. Könnte das vielleicht der Grund sein, wieso der Westen im Iran nicht so wohl gelitten ist? Also echt, also diese Achse ist eine Folge westlicher Außenpolitik, genauso China. Mit China hatten wir eigentlich gute Beziehungen, doch dann meinten die USA, wir verlieren unsere globale Hegemonie, jetzt beginnen wir mal einen Handelskrieg gegen China. Gegen Russland genau das Gleiche. Russland war eigentlich auf dem Weg, sich ins westliche Bündnis zu integrieren, wäre sogar bereit gewesen, der NATO beizutreten, aber die NATO wollte das nicht. Das hat Putin in seinem Interview mit Tucker Carlson vor kurzem nochmal gesagt. Russland war immer zu einer Kooperation auf Augenhöhe bereit. Doch was hat der Westen gemacht, also vor allem die USA? Farbenrevolution vor der russischen Grenze in Gang getreten. Ukraine, in Weißrussland hat man eine versucht, in Serbien hat man eine erfolgreich durchgeführt. Also was soll Russland da sagen? In Georgien versucht man gerade nochmal eine Farbrevolution. Also wie soll Russland das etwa auffassen, wenn vor seinen Augen die ganze Zeit irgendwelche Putschversuche gegen pro-russische Regierungen stattfinden? Es ist kein freundlicher Akt. Ja, in Syrien ist auch ein gutes Beispiel. Das ist sowohl ein iranischer als auch ein russischer Verbündeter. Und dort haben die USA mit über 1 Milliarde Dollar islamistische Terrorbanden hochgerüstet, um die international anerkannte Regierung von Präsident Assad zu stürzen. Also in Syrien, das war ein westlicher Regime-Change-Versuch. Könnte eventuell dafür sorgen, dass die Länder, die vom Westen unter Druck geraten, sich zusammenschließen und enger kooperieren. Aber man kann sich ja natürlich eine Achse herbeikonstruieren, die sich einfach so gebildet hätte, um etwas gegen die weltweite Demokratie zu tun. Also dieses Demokratie-Autokratie-Framing von Joe Biden, was so maximal bescheuert ist. Die müssen erkennen, dass wir wirklich gewillt sind, an Völkerrecht festzuhalten und für Freiheit auch zu kämpfen. Herr Holm. Also wirklich, wo in Berlin-Mitte liest man dieses Publikum auf? Also das kann man doch, also ganz ehrlich, wo kriegt man so ein Publikum her? Alle für eine Einweisung bei der Atlantikbrücke bekommen oder was? Danke nochmal an Karim und an SepiTV für die Abonnements, die ihr gerade verschenkt habt. Ich sehe, Karim ist gerade ziemlich fleißig. Um nochmal auf meine Anfangsfrage zurückzukommen. Alle schreiben sich Frieden aufs Plakat, Frau Strack-Zimmermann in etwas anderer Form. Freiheit braucht Verteidigung, genau. Das, was gerade gesagt und, wurde. Und die AfD tut das nämlich auch. Ja, Freiheit braucht Verteidigung. Verteidigung vor Freiheitsfeinden wie jenen, die uns gerade regieren. Sie wollen den Krieg mit diplomatischen Mitteln beenden, wenn ich die Position der AfD richtig verstehe. Und Sie wollen friedliche deutsch-russische Beziehungen. Heißt das keine Waffen mehr an die Ukraine? Ja, das heißt es. Und das sehen ja auch viele Bundesbürger so. Mittlerweile über die Hälfte haben genau diesen Eindruck. Wir sind großer Unterstützer der Ukraine. Und dass wir humanitär helfen, ist absolut richtig. Denn wir finden es auch schlimm, dass wieder in Europa ein Krieg tobt. Und
wir müssen verhindern, und das ist unser wichtigster Beweggrund, warum wir nicht weiter Öl hineinkippen wollen, wie Anton Hofreiter oder Frau Strack-Zimmermann, die ja mittlerweile auch gerichtlich attestiert als Kriegsschreiberin bezeichnet werden kann. Wir wollen... Sehr gut, sehr gut. Also genau so muss man diese Leute angehen. Genau so. Dass Diplomatie jetzt ins Meer, in die Vorderhand kommt, weil wir nehmen ja die Zeichen auch wahr. Aus unserer Sicht, und die Militärstrategen sehen das ja auch so. Die Militärstrategen... Ja, was heißt die Zeichen? Russland ist schon die ganze Zeit verhandlungsbereit. Da brauchst du keine neuen Zeichen. Der Westen will keinen Frieden, der Westen will nicht verhandeln, der Westen will keine neutrale Ukraine. Hauptsächlich Knackpunkt. Die USA wollten die Ukraine immer in das westliche Bündnis ziehen, haben das ja auch erfolgreich geschafft, und jetzt sind sie nicht bereit, die Ukraine wieder aufzugeben. Sehen es ganz genau so, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Natürlich ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Aber Herr Demasi hat es auch schon richtig gesagt, das Ganze hat eine komplexe Vorgeschichte. Und da muss sich der Westen auch an die eigene Nase fassen, dass es so weit gekommen ist. Aber das rechtfertigt doch nicht, für uns ist das diese ganzen Politiker, die ihn hier die ganze Zeit unterbrochen haben. Ich habe da gerade die Strack-Zimmermann gehört. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Bali war oder noch die andere. Ja, die müssten vom Moderator mal zum Schweigen gebracht werden. Also wofür ist der Moderator denn da? Wenn Strack-Zimmermann Demasi unterbricht, wenn er ihr gerade was entgegnet, dann bringt der Moderator, also dieser Klamroth hier, dann bringt er beide zum Schweigen. Aber wenn der Holm hier die ganze Zeit unterbrochen wird, dann passiert gar nichts. Dann, also, ja, diese, ich sag ja, diese ganzen Talkshow-Moderatoren, die kannst du in der Pfeife rauchen, da ist der Klamroth nicht der Einzige. Einmarschieren in ein anderes Land. Absolut, das haben wir auch klar gesagt. Das habe ich doch gerade gesagt. Wie wollen Sie denn mit Herrn Putin diplomatisch sprechen? Doch nicht wir. Wir sind doch gar nicht diejenigen, die da ins Gespräch kommen müssen. Wir sollen das befördern, das ist richtig. Wir brauchen diese Gespräche und wir nehmen von beiden Seiten doch jetzt auch die Signale wahr. Gespräche in der Schweiz. Ja, so eine westliche, das ist ein westlicher PR-Stunt, um ein bisschen Werbung für die Weiterführung dieses Krieges zu machen, Gelder einzusammeln. Also das wird zu nichts führen. Also Friedensgespräche ohne alle relevanten Kriegsparteien müssen letztlich scheitern. Dass da gewisse Gesprächsbereitschaft langsam hergestellt wird. Und das kann nur der richtige Weg sein. Was für falsche Rhetorik. Putin, Russland ist verhandlungsbereit. Punkt. Der Westen wollte keinen Frieden. Der Frieden ist am Westen gescheitert. Man kann es ruhig so deutlich. Sonst muss man immer im Framing seiner Gegner argumentieren. Also Björn Höcker hat da, also mir fällt jetzt gerade kein BSWler ein, der das so schön gesagt hat, deswegen bringe ich jetzt hier einen AfDler als Beispiel. Aber Björn Höcker hat das im Duell mit Mario Vogt gesagt. Er hat gesagt, er hielte Putin für sehr rational und Russland sei ein bedrängtes Land und Russland wolle Frieden. Das sind alles Prämissen, die dem Framing der Kriegstreiber zu 100% widersprechen. Und die müssen in so einer Talkshow gebracht werden, damit die Leute mal wirklich ein anderes Framing geliefert bekommen, damit wirklich mal über die grundsätzlichen Fakten debattiert wird und nicht einfach nur daran, wir sollten mal etwas in Richtung Frieden unternehmen. Nein, der Westen will diesen Krieg, ohne die westliche Weigerung, Frieden zu schließen. Im Frühjahr 2022 in Istanbul hätten wir schon Frieden. So muss das Framing sein. So kann man vernünftig für Frieden argumentieren. Wenn man sagt, ja, wir bemühen uns nicht genug darum, dann impliziert das ja schon, dass es da Bemühungen in die Richtung gäbe. Und dem ist ja schlicht und ergreifend nicht so. Uns wichtig ist, dass wir diesen Krieg nicht nach Deutschland tragen. Und Sie zündeln, Frau Strack-Zimmermann, Sie zündeln. Nein, Sie sollen Sie zündeln eine Frage wirklich beantworten. Und das gibt ist für uns gefährlich. Von Wladimir davor, Putin, die Frage ist, davor haben die Bürger... Verlassen. Ja, die Frage kann man beantworten. Ja, die gibt es. Putin ist verhandlungsbereit, der Westen nicht. Der Westen will diesen Krieg. Das ist hier die ehrliche Antwort. Angst in Deutschland. Herr Holm, die Bürger haben Angst, dass der Frage Krieg ist ja zu uns kommt. Die Frage ist ja berechtigt. Würden Sie die beantworten wollen? Frau Strack-Zimmermann fragt, sehen Sie Signale bei Putin, dass er diesen Krieg beenden möchte? Zumindest wird aus einem Umfeld, gibt es dort Signale, wie ernst zu nehmen die sind, kann ich natürlich nicht. Russland bietet Verhandlungen an. Russland war bereit, sich 2022 zu einem sehr generösen Friedensangebot durchzuringen. Sehr, sehr guten Friedensangebot, das von der Ukraine auf westlichen Druck hin abgelehnt wurde. Das ist hier die richtige Antwort. Nicht, es gibt Signale. Nein, Russland ist verhandlungsbereit. Punkt. Die AfD hat ja einen engen Draht. Welche Signale hören Sie denn? Woher kommen die denn? Es ist doch jetzt der entscheidende Punkt gekommen.
Sie hören es ist der entscheidende Signale Punkt gekommen. Die Strategen, China, das hören Ihre Kollegen, die Militärs sagen, die Ukraine kann den Krieg nicht mehr gewinnen. Also kann dieser Klamroth mal die Strack-Zimmermann zum Schweigen bringen? Das ist ja furchtbar. Also man kann keine drei Worte sprechen, ohne dass die einem ins Wort fällt. Also müssen doch diese Gesprächskanäle jetzt verdammt noch mal genutzt werden, um diesen Krieg endlich zu beenden. Frau Strack-Zimmermann, ich mache einen Vorschlag. Ich war für das Hart aber fair Europa Spezial in Europa unterwegs. Das kann man am Freitag exklusiv in der ARD-Mediathek sehen. Und ich habe die finnische Außenministerin getroffen. Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Und das war ganz beeindruckend, was sie erzählt hat. In Deutschland, wenn man von Russland aus oder von irgendwo her das Wort Atom oder Nuklear oder irgendwas in die Richtung hört, dann lässt man quasi alles liegen. Das ist nicht richtig, weil Russland macht das ganz gezielt. Sie wissen, wann sie mit irgendeiner wörtlichen Bedrohung kommen sollen, damit sie gerade das verursachen. Ja, Russland macht das ganz gezielt, das macht jede Nuklearmacht. Als die Sowjetunion in Kuba Atomraketen stationiert hat, da haben die USA eine Blockade über Kuba verhängt und mit Atomkrieg gedroht. Sollten Atomraketen nicht wieder abziehen. Und was hat die Sowjetunion gemacht? Die Atomraketen wurden zurückgezogen. Im Gegenzug haben die USA Kuba Sicherheitsgarantien gegeben, dass sie da nicht einmarschieren werden. Also die USA haben Kuba dazu noch wirtschaftlich sanktioniert, um auf die Weise ein Regime-Change hinzubekommen, hat nicht funktioniert. Aber ja, das hat letztlich die Menschheit gerettet, dass man sich auf so ein Arrangement verständigt hat. Und jetzt von Russland zu erwarten, dass es seine Atomraketen nicht als Drohung einsetzen würde, also das ist entweder naiv oder ja, Pokerspielen mit dem Überleben der Menschheit. Ursachen. Was wir dann normalerweise machen, dass wir zum Beispiel irgendwas nicht liefern. Und das müssten wir jetzt ändern. Es geht nicht um Liefern. Es geht darum, welche Ziele angegriffen werden. Russland hat gesagt, ist jetzt, wie gesagt, nur eine Drohung von der russischen Regierung, wie ernst zu nehmen die ist, das ja, müsste man überprüfen. Die Sorge besteht, dass es genug irre Politiker bei uns gibt, die bereit sind, sowas zu überprüfen. Wenn Waffen an Russland an die Ukraine geliefert werden, mit denen Ziele im russischen Kerngebiet angegriffen werden, dann wird Russland militärische Anlagen des Staates, der die Waffen geliefert hat, als legitime Angriffsziele betrachten. Also wenn mit britischen Storm Shadows irgendwelche ja, russischen Brücken zerstört werden, dann werden beispielsweise britische Militäranlagen als Angriffsziele betrachtet. Also als erstes würde Russland dann wahrscheinlich irgendwelche amerikanischen, britischen Schiffe, Flugzeuge, die sich im Schwarzen Meer aufhalten, angreifen, die in der Nähe des Kriegsgebietes sind. Also das wäre ein brandgefährliches Spiel. Ja, was würde die NATO dann machen? Würde sie dann russische Schiffe direkt angreifen? Also das geht dann immer so hin und her. Also die Gefahr, dass man sich hier in so eine Eskalationsspirale bewegt, an deren Ende ein Atomkrieg steht, die ist real und die sollte man nicht wegdiskutieren. Frau Barley, das war die Antwort auf eine Frage nach der Linie von Olaf Scholz. Er tritt ja als Friedenskanzler an und jetzt sagt die finnische Außenministerin Olaf Scholz ist uns noch nicht kriegstreiberisch genug. Also sorry, das ist mir zu lächerlich. Ich habe es gerade erklärt. Wir überspringen den Teil hier einfach. Wir kommen jetzt mal zu den Populisten. Aber das ist nicht wirklich endgültig lächerlich. Eine Bedrohung von außen eine Rolle in diesem Europawahlkampf und in diesem Jahr, sondern auch von innen. Und um es mit Ihrer Chefin zu sagen, Herr Holm, die AfD hatte keine gute Woche und wir gucken uns mal an, warum eigentlich. Also wenn mit Bedrohung von innen jetzt demokratisch gewählbare Parteien wie das BSW oder die AfD gemeint sind, also dann, ja, gibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk uns hier eigentlich nur für seine eigene Abschaffung in die Hand. Also ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der sich so klar positioniert, der sollte nicht mit unseren Geldern finanziert werden. Also wenn das jetzt der Fall sein sollte in diesem Clip, schauen wir weiter. Maximilian K. Er steht für die Bedrohung von innen und AfD-Politiker. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte abgeschafft werden. Fazit nach 28 Minuten wirklich furchtbarster Kriegs- und Hetze gegen demokratische Parteien an der Stelle. AfD bei der Europawahl auf Listenplatz 1. Für die Partei ist er ein Problemfall. Kras Mitarbeiter, festgenommen wegen des Verdachts der Spionage für China.
Gegen ihn selbst laufen Vorermittlungen wegen möglicher Bestechlichkeit. Dann ein Interview mit der Das kann man sich doch nicht ausdenken. Danke an Karim, dass du Brotfunk ein Abonnement geschenkt hast. Du hast mittlerweile schon 42 Abonnements verschenkt. Kann man sich doch nicht ausdenken, was hier gerade gemacht wird. Dieser Mitarbeiter, der als chinesischer Spion verdächtigt wird, der hatte seit über 10 Jahren Kontakte zu deutschen Nachrichtendiensten, sowohl zum Verfassungsschutz als auch zum BND. Er war sogar Informant des Verfassungsschutzes und er war früher auch bei der SPD beschäftigt. Und jetzt plötzlich, gerade mal einen Monat bevor Europawahl ist, fällt den deutschen Behörden ein, Mensch, das könnte ja doch ein chinesischer Spion sein. Wir beobachten den schon seit 1,5 Jahrzehnten, aber jetzt plötzlich, jetzt nehmen wir den fest, 1,5 Monate vor den Wahlen. Also warum macht man das wohl? Doch wohl nicht, um die öffentliche Meinung gegen die AfD zu drehen und hier eine Kampagne gegen Maximilian Kraft fahren zu können. Also natürlich macht man das deswegen. Das ist völlig offensichtlich. Also wenn man den in Verdacht hatte, dass er chinesischer Spion war, und der BND hat ihn übrigens abgelehnt, er hat sich dem BND als Doppelagent angeboten, weil der BND ihn für unzuverlässig hielt und gesagt hat, das könnte wohl in Wahrheit doch ein chinesischer Spion sein, wir nehmen den mal lieber nicht. Also und einem das jetzt 1,5 Monate vor den Wahlen wieder einfällt, dann kann man das nicht ernst nehmen. Dann ist das offensichtlich eine Aktion der deutschen Geheimdienste, um den Wahlkampf zu manipulieren. Italienischen Zeitung La Repubblica. Darin sagt Kra, ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Kra tritt nicht mehr auf. Zudem zieht er sich aus dem Bundesvorstand zurück. Trotzdem ist die Äußerung zu viel für die Fraktion Identität und Demokratie im Europaparlament, kurz ID. In ihr arbeiten neben der Partei von Marine Le Pen unter anderem die österreichische FPÖ und die italienische Lega mit der AfD. Die AfD, den extrem Rechten zu rechts? Am Donnerstag schließt die ID alle AfD-Abgeordneten aus der Fraktion aus. Hier war gerade noch dieses schöne Bildchen mit der FPÖ. Die hätte ich gerne noch drin. Ist ja auch egal. Die FPÖ ist auf jeden Fall auch in dieser Fraktion. Und sowas Ähnliches wie Maximilian Kra hat der Kickel von der FPÖ. Ich glaube, 2010 war das. Ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr er das gesagt hat, auch über die SS gesagt. Das heißt, wenn man Leute, die sowas über die SS gesagt haben, aus der Fraktion ausschließen wollte, dann müsste man die FPÖ eigentlich auch ausschließen. Nur mal so. Herr Holm, wenn eine Partei den eigenen Spitzenkandidat versteckt, der nicht mehr auftreten soll, weil er eine Reihe an Skandalen an den Haken hat. So, und Dankeschön an Herr Roll. Ja, das ist, wie gesagt, Skandale. Das ist völlig lächerlich, das mit dem chinesischen Spion. Das ist eine offensichtliche Psy-Op der deutschen Nachrichtendienste, um die Opposition zu diskreditieren. Das BSW sollte sich auch auf solche Aktionen vorbereiten. Also das als Skandal zu titulieren, ist jetzt wirklich komplett lächerlich. Müsste man da nicht konsequenterweise als Partei sagen, Scheiße, wir haben den falschen Spitzenkandidaten, bitte wählt uns nicht, weil den wollen wir nicht im Parlament haben. Nein, das kann man natürlich nicht. Überhaupt keine manipulative Einführung. Wie gesagt, das BSW sollte sich darauf vorbereiten. Wir haben hier in der Sendung ja schon Vorgeschmack bekommen, dass das Establishment mit den gleichen Methoden gegen uns vorgeht. Ich sage, denn wir haben insgesamt... Wollen Sie den im Parlament haben? Wir haben 35 Kandidaten, die auf der Liste für die EU... Crack Street Boy schreibt es gerade, Adenauer und Kohl haben das Gleiche über die SS gesagt. Ja, aber die waren nicht Mitglied in der ID-Fraktion. Es ging mir gerade nur um das Verhalten der ID, gar nicht um eine inhaltliche Bewertung von Kras Aussage. Also ich habe Eiserner Vorhang, die Sendung von Dominik Reichert gesehen. Der hat sogar Aussagen von einem Holocaust-Überlebenden gezeigt, der das über die SS gesagt hat, was Kra hier gesagt hat. Also das fand ich schon, ja, interessant. EU-Wahl stehen und die treten selbstverständlich für die AfD an. Und Sie wissen ja selbst wie ich, dass man nur ein Kreuz für die Parteiliste machen kann. Und deswegen ist diese Frage natürlich obsolet, ob das unser Kandidat ist oder nicht. Er ist unser Spitzenkandidat und er hat meines Erachtens die richtigen Konsequenzen gezogen. Auch der Bundesvorstand hat die richtigen Konsequenzen gezogen. Das war durchaus... Dass dieser Strack-Zimmermann sich nicht mal zurückhalten kann, das ist ja furchtbar. Also der hat keinen Dreck am Stecken, es ist ihm nichts nachgewiesen und dieser vermeintliche Chinese,
den hätten die deutschen Nachrichtendienste auch schon vor ein paar Jahren, als kein Wahlkampf war, festnehmen können. Den könnten sie hätten sie bestimmt auch in 2 Monaten festnehmen können, wenn die Wahl vorbei war. Aber nein, sie haben ihn kurz vor der Wahl festgenommen, eben um die Wahl zu manipulieren. Um Krah abzusägen, das ist eine ziemlich offensichtliche Aktion. Notwendig, denn wie gesagt, wir hatten keine gute Woche. Ja, sollte denn, um nochmal dabei zu bleiben, wären Sie dafür, dass, wenn er ins Parlament einzieht, er sein Mandat abgibt? Das muss die Delegation dann entscheiden, die einzieht. Ich frage Sie, ob Sie dafür wären. Also was ist das für eine lächerliche... Also wie kann man so jemanden in eine Talkshow schicken? Also wie gesagt, er hat einige Aussagen getätigt, die Ukraine kriegt, die ich genauso sehe. Das liegt daran, dass wir politisch auf einer Linie sind. Aber überall, wo er sich mal festlegen soll, weicht er aus. Genau deswegen hat die AfD Herrn Krah aufgestellt, der eben nicht ausweicht, der ihm klare Antworten gibt. Und das kann der Typ hier, Live-Erik Holm heißt er, glaube ich, das kann der auf jeden Fall nicht. Das will ich hier gar nicht zum Besten geben. Warum weil, nicht? Weil ich den Gesamtstand dieser Ermittlungen, die ja noch laufen, gar nicht kenne. Und deswegen will ich das am Ende nicht beurteilen. Aber es gibt ja ein paar Zitate, da muss nichts ermittelt werden. Ich bin noch gerade dran. Lassen Sie mich doch mal gerade reden. Was wollen Sie da untersuchen? Diese Thematik kann man sich natürlich anschauen. Aber wenn man sich's anschaut, dann sieht man, dass Herr Krah in diesem Punkt sich unglücklich ausgedrückt hat. Unglücklich? Er hat sich unglücklich ausgedrückt. Jetzt hören Sie mal auf. Entschuldigung, wir gucken uns das. Wie gesagt, Helmut Kohl, Konrad Adenauer, von denen kommen auch ähnliche Aussagen. Also ich will jetzt dieses SS-Thema hier nicht zu groß aufmachen, aber nach der Logik musste Julia Klöckner auch von Helmut Kohl spucken. Und am Schluss war es ein Missverständnis. Das Zitat ist, zumal in der CDU ja auch ganz viele Altnazis saßen. Also sich als CDUlerin über sowas zu empören, ist auch immer maximal wohlfeil. Dieses ja. Maximilian Krah hat einer italienischen Zeitung wohlgemerkt dieses Zitat gegeben in einem Interview. Es gab sicherlich einen hohen Prozentsatz an Kriminellen, aber nicht alle waren kriminell. Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war. Daraufhin war es sogar den Extremrechten im Europaparlament zu viel und die haben gesagt, raus. Jetzt also, nur, Sie würden gut dran tun, wenn Sie sich einfach an dem heutigen Abend davon distanzieren. Das hat selbst Marine Le Pen getroffen. Sie können bei der AfD gerne für alles stehen, für was sie stehen. Das mag man richtig oder falsch finden. Aber wenn jemand für China spioniert und der zweite Spitzenkandidat, also die Nummer 2... mutmaßlich für China spioniert und vorher bei der SPD war und schon seit anderthalb Jahrzehnten unter Beobachtung der deutschen Geheimdienste stand. So viel Zeit muss sein. Auf der Liste Geld aus Russland annimmt, dann sollte es von Ihrer... Mutmaßlich, auch dafür gibt es keine Belege, auch das ist nur ein Vorwurf, mehr nicht. Also als AfDler, da, dass die eigentlich, also schon dieses, die Ermittlungen müssen abgewartet werden, das ist eine total schwache Position. Man muss sagen, unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils, unsere Leute haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Man muss 100% hinter ihnen stehen, bis wirklich das Gegenteil bewiesen sein sollte. Bevor das Gegenteil nicht bewiesen ist, 100%ige Solidarität mit den eigenen Leuten. Ihrer Idee von Patriotismus, die Sie haben, dann sollte es bei Ihnen irgendwie klicken und Sie sollten verstehen, jetzt bin ich dass das ein Punkt ist. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Jetzt muss Herr Holm auch antworten dürfen. Woher wissen Sie denn, dass der Staat für China spioniert hat? Meines Wissens gibt es nur einen Mitarbeiter, der für China spioniert hat. Es gibt einen Abgeordneten, der hat sich über die Stückelung der Geldscheine... Sie haben noch mehr im Angebot als der Staat. Sie sind ja unwissender als Ihr eigener Bundesrat. Das Angebot an Korruption. Nein, das ist überhaupt nicht... Man darf da nicht keine Fragen stellen, man darf da nicht mit so vorsichtig kommen, sondern das war eine Psy-Op der deutschen Nachrichtendienste, um die AfD zu diskreditieren. Da gibt es Grundlage für offensichtliche Hetzkampagne, jedes Wort von Ihnen war eine Lüge. Das muss die Antwort darauf sein. Also das kann man jetzt natürlich noch ein bisschen eloquenter bzw. elaborierter ausdrücken, aber das muss das muss die grundsätzliche Stoßrichtung sein, wenn man mit solchen Vorwürfen konfrontiert wird. Ich sage das auch explizit deswegen, weil das BSW sich auch solchen Angriffen ausgesetzt sehen wird. Die Mittel gegen uns werden härter werden. Also das, was die AfD da gerade zu spüren bekommt, das werden wir auch bald zu spüren bekommen. Gerade deswegen sollten wir wissen, wie man damit umgeht.
Und sich zu distanzieren, zu sagen, wir müssen die Ermittlungen abwarten, seid doch erstmal vorsichtig, wir sollten uns auf die Fakten besinnen. Nein, unsere Leute sind unschuldig, bis ihnen das Gegenteil nachgewiesen wurde. Solange ihnen nicht nachgewiesen wurde, beispielsweise, dass sie für China spioniert haben, unschuldig. Und wie gesagt, wenn der Typ dann sogar noch beim Verfassungsschutz und beim Bundesnachrichtendienst bekannt war und denen das anderthalb Monate vor der Wahl eingefallen ist, offensichtliche Psyop. Offensichtliche Aktion, um uns zu diskreditieren, wenn sowas beim BSW passieren sollte. Also ich sage das hier nicht, weil ich die AfD so gut finden würde, sondern weil das BSW vorbereitet sein muss darauf, dass ähnliche Aktionen auch gegen uns laufen werden. Das kann man nicht häufig genug betonen. Ich sortiere es jetzt mal. Ich sortiere das jetzt mal, Herr Holm. Ich würde das Zitat. Herr Repinski hat gesagt, ich glaube, wir überspringen. Also, das hier, wie gesagt, offensichtliche Propaganda der Öffentlich-Rechtlichen hat uns noch ein Argument geliefert, warum er abgeschafft werden sollte. Wir springen zum nächsten Thema. Das ist ja wirklich lächerlich. Unsere Leute, ja, Leute, die zum BSW gehören. Wenn gegen BSW-Spitzenkandidaten so eine Aktion gefahren werden würde, beispielsweise. Programm durchliest, die wollen ja diese Europäische Union, so wie sie ist, gar nicht haben. Die wollen einen Bund nationaler europäischer Nationalisten. Nee, das ist jetzt meine Übersetzung. Europäischer Nationalisten, also ein Egoistenclub wollen die im Grunde genommen darauf machen. Doch aber das jetzt debattieren wir wieder über das AfD-Programm und diese ganzen Politiker sind nicht in der Lage, das richtig wiederzugeben. Ich hoffe ja, dass der Demasi mal wieder zu Wort kommt. War er da gerade? Der Präsidentin, die aus einer Mannschaft in Italien. Das heißt, das Kriterium trifft auf Frau Meloni nicht zu. Darf ich Ihnen mal die Parlamentsmitteilung? Deshalb ist es einfach ein Riesenproblem, was Sie da machen. Und man muss sagen, zwischen der einen, der sogenannten linkeren, rechteren Partei und der rechteren Partei ist der Hauptunterschied. Die rechtere Partei sind ganz offensichtlich Landesverräter, weil sie sich nämlich kaufen lassen von Russland und China. Und die sogenannte Linkere, das sind Rechtsradikale, schlimme Nationalisten und Feinde der Rechtsstaatlichkeit. Es ist keine Partei, Das muss man jetzt auch mal ordentlich erklären. Aber Herr Hofreiter, Es ist keine Partei. Hier passt dieses Durcheinandergerede mal. Beide haben nichts Relevantes zu sagen. Was Hofreiter hier anwendet, ist Kriegsrhetorik. Das ist Bürgerkriegsrhetorik. Das ist keine, die man gegenüber demokratischen Mitbewerbern anwendet. Die arbeiten mit dem Feind zusammen und es sind rechtsradikale Nationalisten, Demokratiefeinde. Das ist keine Rhetorik, die man irgendwie mit politischen, die man gegenüber politischen Wettbewerbern anwendet. Das ist eine Rhetorik, die man gegenüber Feinden anwendet, die man vernichten will. Das ist ein Problem, wenn Herr Di Masio dann sagen kann, es genügt sozusagen, sich nicht von Russland kaufen zu lassen, um da mitmachen zu können. Das ist einfach ein Problem. Herr Hofreiter, Frau Glöckner, Herr Di Masi und Frau Strack-Zimmermann, Sie machen sich alle hier gar keinen Gefallen, wenn Sie immer durcheinander reden, weil dann die Zuschauer nichts mitbekommen. Bisher waren es vor allem Barley und Strack-Zimmermann, die ganze Zeit dazwischen reden mussten. Oder Glöckner, stimmt. Barleys und Glöckners Stimme, das konnte ich vorhin nicht so ganz auseinander. Als alle bei Live ihre Kolben reinfallen wollten. Danke an Karim für das Abonnement, was du rausgegeben hast. Gefallen. Warten Sie einfach, bis ich Sie frage. Und dann kommen Sie alle dran. Und Sie kommen auch alle relativ gleichmäßig dran. Sie kommen an. Sie mal, so, wir sind bei Meloni, Frau zweitens, ja, Sie versucht, die bisher sehr starke unabhängige Justiz zu vereinnahmen. Und drittens, sie hat eine Parlamentsreform auf den Tisch gelegt, die weltweit einmalig ist. Sie will sich nämlich direkt vom Volke wählen lassen, gibt's sonst nicht, weil dann ist sie vom Parlament unabhängig, kann auch nicht mehr abgewählt werden, will den Staatspräsidenten entmachten. Und mein absoluter Lieblingspassus ist, die stärkste Partei bei den Wahlen, und das wird man in Italien gerne mit etwas über 20%, kriegt automatisch 55% der Sitze, also die absolute Mehrheit. Viktor Orban lässt grüßen. Das ist ihre Rechtsstaatspartei, das ist ihre Frau Meloni. Weißt du, ob sie reinregieren wollen in andere Länder? Eben haben sie gesagt, sie will sich direkt wählen lassen, um dann nicht mehr abgewählt zu werden. Also entweder stimmt ja, aber sie brauchen schon noch ein gesetzgebendes Organ. Aber Frau Barley, das ist weltweit einmalig
und das ist Duce. Und dann haben Sie auch noch den Schwager von ihr, einen Herrn Lolo Brigida, der den großen, der Minister ist, Landwirtschaftsminister und den großen Bevölkerungsaustausch propagiert. Dann haben Sie auch noch die... Ja, aber was das angeht, da hat Meloni ja gesagt, wir können die Grenzen nicht schließen. Ich dachte, das ließe sich ändern, aber nachdem ich ja an der Macht war, habe ich gemerkt, dass es... Wahrscheinlich wird da irgendein Vertreter der italienischen Industrie bzw. der Landwirtschaft mal mit ihr gesprochen haben und gesagt haben, wenn die ganzen Afrikaner nicht mehr hier reinkommen, dann steigen die Lohnkosten und das wollen wir nicht. Und da hat sie gesagt, okay, dann lassen wir sie doch lieber rein. So stelle ich mir das jetzt vor. Also der letzte Teil, der ist jetzt nicht von ihr. Das ist da wahrscheinlich passiert. Das Ganze davor, das hat sie tatsächlich gesagt. Da habe ich auf TKP einen interessanten Artikel zugelesen. Ihrer Politik gegenüber Asylbewerbern, Migrantinnen und Migranten. Dann haben sie auch noch die Einschränkung von Menschen von Homosexuellen und LGBTI-Personen. Also sie haben bei ihr wirklich... Was sind denn LGBTI-Personen? Ist das nicht LGBTQ? Ist ja auch egal. Oder LGBTQAI+, das kenne ich auch. Man steigt bei den ganzen Abkürzungen ja auch nicht mehr zu. Aber da hätte ich jetzt mal gerne Beleg, wo das eingeschränkt wird. Und wie gesagt, Migranten, da sind doch mehr in Lampedusa angekommen, seitdem sie an die Macht gekommen ist. Jedenfalls die letzten Zahlen, die ich hatte, deuteten darauf hin. Und sie haben natürlich ihre Vereinigungen, Versammlungen, wo dann der Hitlergruß gezeigt wird. Also, und auch noch ihr Parlamentspräsident zeigt im Parlament den Hitlergruß. Erstmal sind faschistische Grüße in Italien in der Rechten etwas verbreiteter als in Deutschland. Und das ist nicht der Hitlergruß, das ist dort der römische Gruß. Dazu sagt man nicht Hitler, sondern Viva il Duce. Stimmt. Und es gibt da noch so ein anderes Land, das wir gerade mit Waffen beliefern. Wo man zu diesen Hitlergrüßen Slava Ukraini sagt, das wird ja mittlerweile, Slava Ukraini wird ja schon im Deutschen Bundestag von einigen Abgeordneten gesagt, also faschistische Grüße sind ja kein Problem, wenn sie von den Guten verwendet werden. Und dort hat komischerweise keiner ein Problem damit. Das ist auch nur sowas, was mir an der Stelle auffällt, will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Sie sagen jetzt, dass Frau Meloni ein Anhänger vom Hitlergruß ist. Das versuchen Sie jetzt hier so viel rein. Sie versuchen das jetzt hier und wollen uns, und das machen Sie die ganze Zeit. Alles, was nicht auf der Seite der Sozialdemokratie ist, was rechts der Sozialdemokratie ist, ist sofort rechtspopulistisch und dann sofort rechtsextrem. Die Erzählung kenne ich. Aber wenn die Bürger eine bürgerliche Politik wollen und wenn wir uns anschauen... Ist das nicht die Erzählung, die Klöckner gegen die AfD anwendet? Ich frage mich nur. Ja, Moralin kickt. Also wenn sich zwei Moralinen aus dem Mainstream gegenseitig streiten, wer der schlimme Rechtsradikale ist. Schauen, wer arbeitet denn in Europa zusammen? Wie haben Sie denn abgestimmt? Wenn ich mir doch mal die ganzen Stimmergebnisse anschaue, das war doch nicht konstruktiv. Das war doch überhaupt nicht konstruktiv, liebe Frau Balle, bei dem Asylkompromiss. Die Grünen haben dagegen gestimmt. Europa muss handlungsfähig sein. Das ist Demokratie. Antidemokratischen Kräften nicht zu tun. Aber am Ende wird doch die Wirklichkeit konkret. Hat Europa was entschieden, ja oder nein? Gegen die Hälfte ihrer Stimmen, gegen die Stimmen der Grünen. Dann muss man weiter verhandeln. Besser verhandeln. Das ist ganz einfach. Herr Demasi. Mit Populisten geht man jetzt darf Herr Demasi. Herr Masi darf auch mal etwas zu Italien sagen. Wir haben ja hier so ein bisschen das Prinzip Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien, aber wir sprechen gar nicht mehr über die deutsche EU-Kommissionspräsidentin. Deswegen will ich dazu auch mal etwas sagen. Ich habe schon zweimal ein Zitat von ihr gezeigt. Ich habe ja gesagt, bei Frau Meloni ist es dann schnell so, da sieht man auch, wie blutleer manchmal diese Labels sind. Die ist auf einmal pro-europäisch, ja, nur weil sie den Ukraine-Kurs zum Beispiel mitträgt. Sie ist pro-NATO. Sie ist eine stramme Transatlantikerin. Sie saß ja vorher schon im transatlantischen Think Tank. Das ist ja auch nichts Neues. Aber man muss ja auch bedenken, Frau Meloni wurde in Italien gewählt, weil man über viele Jahre eine Politik gemacht hat, die Italien wirtschaftlich abgeschnürt hat, weil auch dort zu wenig investiert wurde. Ein Problem, über das wir jetzt auch im Kontext der Rüstung sprechen, in Deutschland, wo kaum noch schnelle Züge fahren. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Wenn Sie hier sagen, die darf sich nicht wählen lassen mit Frau Meloni, wo ich ja zustimme, stellt sich ja die Frage, wie wird sie dann gewählt? Denn die Zahlen sind nun mal so, die Prognosen.
Die Grünen haben ihr zum Beispiel eine Zusammenarbeit für eine demokratische Mehrheit angeboten. Die wird es aber aller Voraussicht nach ja gar nicht geben von den Umfragen her im Parlament. Deswegen würde sie im Zweifel eine Kommissionspräsidentin wählen, gegen die im Übrigen gerade die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Ermittlungen sind jetzt unterbrochen bis zur Wahl, weil sie per SMS Milliarden Impfstoffdeals vereinbart hat und jetzt auch noch angekündigt hat, sie will diese SMS rechtswidrig dem Parlament nicht zur Verfügung stellen, wird von der New York Times verklagt, die Impfstoffbeschaffung zukünftig nach dem erfolgreichen Vorbild, die Rüstungsbeschaffung, ich würde gerne mal wissen, nach dem erfolgreichen Sie sind weiter dran, Herr Demasi, Beschaffung durchzuziehen. Heißt das, die bestellt jetzt die Panzerhaubitze zukünftig per SMS? Deswegen ist Frau von der Leyen wusste, dass völlig der kommt, aber ja Sie Frau sind Meloni jetzt nicht geeignet an der Spitze der EU-Kommission. Ich würde gerne mal wissen, weil Sie es gerade angesprochen haben, pro-europäisch, dass das schnell zu einer leeren Phrase wird. Ich würde gerne mal wissen, wie pro... Ja, pro-europäisch meint bei Meloni, sie ist Mitglied im ESPM-Institut. Also das heißt bei Meloni pro-europäisch, also pro-amerikanisch, treuer Vasall der USA. Das meint pro... Unsere Medien sowas schreiben. Pro-europäisch sie sind, weil in ihrem Wahlprogramm... Ich sehe es gerade. Danke an Karim, dass du schon wieder so viele Abonnements verschenkt hast. Du bist ja heute echt fleißig. Wenn ihr mir Geld spenden wollt, habe ich endlich nichts dagegen, könnt ihr mir das auch auf PayPal spenden. Bei Twitch, YouTube, Odyssey und Rumble in der Kanalbeschreibung. Dass ich mit großem Interesse gelesen habe, da stehen Sachen drin wie Europa darf nicht länger das Eldorado von Lobbyisten sein, die mit einer immer größeren EU-Bürokratie Hinterzimmerdeals schließen. Wir wollen die Flut an bürokratischen Übergriffen auf Unternehmen und Bürger stoppen, Übergriffe in die Belange der Mitgliedstaaten verhindern. Das klingt alles ziemlich negativ. Wollen Sie weniger EU? Verstehe ich Sie da richtig? Wir sagen ja im EU-Wahlprogramm, weniger ist mehr. Und ich habe ja vor 10 Jahren schon mal im Europäischen Parlament gesessen. Das ist eine hohle Phrase. Ja? Nein, das ist, ja, wenn man sie füllt, ist das keine hohle Phrase. Und tun ich, Sie jetzt. Das versuche ich jetzt. Wir haben zum Beispiel seit vielen Jahren die Debatte darüber, dass internationale Konzerne wie Amazon häufig weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne zahlen, während Unternehmen in Deutschland, die eben nicht diese ganzen Briefkasten nützen können, bis zu 30% Steuerbelastung haben. Alle plakatieren dann immer, nicht alle, aber viele, ja, wir müssen für Steuergerechtigkeit in Europa sorgen. Und dann heißt es immer nach der Wahl, das geht aber nicht, weil da ist Luxemburg und die wollen das nicht. Deswegen sage ich zum Beispiel, da könnten wir mehr Europa mal wagen und Deutschland und Frankreich vorangehen, zum Beispiel mit einer Art Quellenbesteuerung, also dass wenn die hier das iPhone verkaufen, Apple in Deutschland, dass man dann Strafsteuern auf Finanzflüsse in irgendwelche Briefkästen nach Luxemburg erhebt. Dann könnten wir Druck auf bessere internationale Regeln machen. Wollen Sie mehr oder weniger Europa? Und wo will ich weniger? Wenn zum Beispiel Kommunen in Deutschland, wie vom Europäischen Gerichtshof im sogenannten Rüffert-Urteil, daran gehindert wurden, bei öffentlichen Aufträgen, zum Beispiel zum Bau eines Jugendgefängnisses, Tariflöhne zu verlangen und damit Beschäftigte in die Konkurrenz um die niedrigsten Löhne gedrückt werden oder Druck auf die Privatisierung der Wasser- und Energieversorgung in den Kommunen gemacht wird, da hat Europa nichts zu suchen. Wir wollen ein Europa, das dort, wo es einen Unterschied für die Menschen machen kann, liefert und nicht die Löhne oder die Renten kürzt. Jetzt sind wir schon beim Thema Wirtschaft. Ja, darum geht es ja hauptsächlich bei der Übergriffigkeit der EU. Also erstmal durch ihre ganzen Regularien und zweitens durch die direkte, Vorstellung, Nationalstaaten Wirtschaftspolitik zu betreiben. Wir haben erstmal die Beihilferegelung, dann Regelungen, wie Ausschreibungen laufen dürfen und die direkten Regelungen beispielsweise über den Vertrag von Maastricht, wo Defizitkriterien vorgeschrieben werden und die Zerschlagung der Sozialsysteme gefordert wird, wenn gegen diese völlig irren Defizitkriterien, an die sich sowieso kein Land mehr halten kann, wenn gegen die verstoßen wird. Also völlig richtige Antwort von Fabio De Masi. Man muss sich ja auf Wirtschaftspolitik fokussieren, wenn man die Übergriffigkeit aus Brüssel kritisieren will. Wirtschaft, da würde ich dann gerne mal auf die großen Linien gucken. Herr Holm, die AfD will ja einen Austritt aus der EU. Und das Institut der deutschen Wirtschaft, kurz IW, in Köln, hat gerade eine Studie rausgebracht, was der sogenannte Dexit, also ein Austritt Deutschlands aus der Union, kosten würde. Innerhalb von 5 Jahren würde Deutschland 690 Milliarden Euro an Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft für notwendig. Also erstmal wollen Sie einen Austritt. Wir wollen einen Austritt mit einer gleichzeitigen Größe. Ja, das ist echt dumm formuliert. Also ja, der Plan der AfD sieht keine Auflösung des europäischen Binnenmarktes vor und eine Auflösung des Euros vor. Das hätte katastrophale Folgen für die deutsche Wirtschaft, jedenfalls unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nach der völligen Planlosigkeit, nach der die AfD hier handelt. Aber das hatte ich ja schon. Ich glaube, wir überspringen den Holm mal. Das ist, glaube ich, interessant, was er dazu sagen hat. De Masi, den schauen wir uns an.
Noch mal kurz zum AfD-Programm. Die AfD sieht einfach eine Beibehaltung des europäischen Binnenmarktes, aber eine Abschaffung des Euro vor. Also der Euro, der hat dafür gesorgt, dass Deutschland massiv Lohndumping betreiben konnte, dass Deutschland sich Wettbewerbsvorteile gegenüber seinen Handelspartnern ergaunern konnte, die diese nicht durch Abwertung ausgleichen konnten. Wenn jetzt Italien, Frankreich, Spanien, wenn die alle ihre neuen Währungen dann abwerten könnten und die D-Mark deutlich aufwerten würde, das schreibt die AfD auch selber, dann würde die deutsche Exportindustrie vor über Nacht große Teile ihrer Wettbewerbsfähigkeit verlieren und wir hätten keinen Leistungsbilanzüberschuss mehr, sondern eine ungefähr ausgeglichene Leistungsbilanz. Das heißt, der deutschen Wirtschaft würden Einnahmen von über 200 Milliarden Euro in jedem Jahr flöten gehen. Und diese 200 Milliarden Euro, die werden durch nichts ausgeglichen. Die AfD fordert nämlich zusätzlich noch Barpolitik des deutschen Staates. Also die privaten Haushalte sparen über 200 Milliarden Euro im Jahr. Die deutschen Unternehmen, die sparen auch. Der deutsche Staat, der soll laut AfD auch sparen oder zumindest keine allzu großen Defizite machen. Das Ausland, das trägt bei Abschaffung des Euros nichts mehr zum deutschen Wirtschaftswachstum bei. Was heißt das? Eine schwere Wirtschaftskrise. Das wäre eine Folge des AfD-Programms. Und versteht mich jetzt nicht falsch, der Euro ist eine Fehlkonstruktion. Der Euro hat vor allem die europäische Peripherie ausbluten lassen. Die Kriterien für Maastricht, die sind völlig irre. Die haben dazu geführt, dass es in der gesamten Eurozone ein viel, viel geringeres Wirtschaftswachstum gab als in allen anderen großen Wirtschaftsräumen. Aber der Plan, den die AfD hat, um den Euro aufzulösen, der würde zu einem riesigen Chaos und zu einer großen Wirtschaftskrise führen. So, das Problem ist nicht, dass die AfD aus dem Euro aussteigen will. Das Problem ist die komplette Planlosigkeit für die Zeit danach. Die AfD legt hier kein überzeugendes Konzept dar. Das ist hier das Problem. Das Problem ist nicht, dass sie aus dem Euro aussteigen will. Der Euro ist eine Fehlkonstruktion und ihn abzuwickeln wäre gut und richtig. Aber da braucht man einen Plan. Aber diesen Plan, den sehe ich aktuell bei keiner Partei. Und ja, das BSW will den Euro ja nicht, will nicht aus dem Euro aussteigen, sondern ihn reformieren. Und da, ja, also wenn Deutschland sich da nicht mehr in den Weg stellen würde, dann sehe ich da tatsächlich Chancen, dass man den Euro tatsächlich reformieren könnte, indem man den Nationalstaaten wieder mehr Kompetenzen in der Wirtschaftspolitik gibt. Also das würde zumindest keine so katastrophalen Folgen haben wie das, was die AfD da fordert. Also deswegen, ja, eine Lösung ist weitaus komplizierter und deswegen hat die keiner, schreibt gerade einer im Chat, ja, so kann man es auch beschreiben. Aber das, was die AfD da fordert, wie gesagt, das würde mit Sicherheit in die Katastrophe führen. Und deswegen würde keine AfD-Bundesregierung das umsetzen. Also meine Prognose ist, sollte die AfD die Bundesregierung stellen, dann wird Deutschland nicht aus dem Euro austreten. Einfach weil die AfD keinen Plan hat, wie Deutschland das anstellen soll. Das ist jetzt eine Forderung, um Wählerfang zu betreiben, um zu sagen, so, wenn ihr gegen diese bürokratische EU seid, wenn ihr gegen diese Fehlkonstruktion Euro seid, dann wählt uns. Aber dass man keinen Plan hat, was nach dem Euro kommen soll, das sagt man nicht. Und die Medien, die kritisieren die AfD ja auch nicht dafür. Die Medien, die sagen nur, guck, diese bösen Anti-Europäer. Aber das Problem ist nicht, dass die AfD gegen den Euro ist oder gegen diese völlig übergriffige EU. Das Problem ist, dass die AfD kein Konzept für die Zeit nach dem Euro hat. Also das wären übrigens Fragen, die ich einem Maximilian Krah stellen würde, wenn ich ihn zu einem Interview bekäme. Ich hatte ihm eine Anfrage gesendet, aber er hat nicht mehr geantwortet. Und ich nehme mal an, da wird auch nichts kommen. Ich meine, er hatte ja alle Wahlkampfauftritte abgesagt, deswegen wird da nichts kommen. Ich meine, er hatte ja zuerst Influencer herausgefordert und dann kurz darauf alle Wahlkampfauftritte abgesagt. Deswegen wird da leider nichts kommen. Aber das wären Fragen, die müsste man der AfD mal stellen. Aber für sowas bräuchte man gute Journalisten, die sich mal ein bisschen mit Wirtschaft auskennen. Aber sowas hat der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland ja nicht. Ein weiteres Argument dafür, warum dieser Laden hier komplett abgeschafft gehört, an der Stelle nochmal. Ich finde es schockierend, wenn hier rechts neben mir die beiden Vorschläge, die ich höre in der aktuellen Situation sind, Steuern rauf und aus Europa raus. Wir sind in einer Situation, die Wahrheit ist ja Deutschland. Das ist Deutschland, lieber Herr Demmer, Wir machen das jetzt einmal ganz kurz so, Herr Demmer. Die Mitte entlasten, genau. Aber die Amazons, die können gerne aber was. Aber sie machen Europa damit nicht wettbewerbsfähiger, wo es, ob sie es wollen oder nicht, nun mal auch einen Wettbewerb. Und nun mal einen Wettbewerb um Standorte gibt, das wissen Sie. Das ist vollkommen bescheuert. Also Unternehmen wählen ihren Standort nicht daran aus, wie hoch die Unternehmenssteuern sind. Also vielleicht, wenn sie identische Standorte zu verfolgen.
wo sie identische Absatzbedingungen haben, was sehr, sehr, sehr selten der Fall ist oder nur maximal innerhalb eines Binnenmarktes, wenn überhaupt innerhalb eines Landes der Fall ist, dann vielleicht. Wenn zwei Kommunen nebeneinander liegen und die eine einen geringeren Gewerbesteuersatz hat und beide genauso viele Gewerbeflächen, dann legt man den Sitz vielleicht dahin, wo die niedrigere Steuerlast ist. Das kann sein, aber bei der Entscheidung, ob man ein Werk in den USA errichtet oder Europäischen Wirtschaftsunion, europäischen Binnenmarkt. Wenn man das entscheidet, dann ist völlig egal, wie hoch der Unternehmenssteuersatz ist. Man schaut, also da gibt es, wie gesagt, Zollgrenzen, unterschiedliche Verfügbarkeit von Rohstoffen, unterschiedliche Infrastruktur, unterschiedliche Sozialsysteme, unterschiedliche Verfügbarkeit von Arbeitnehmern. Das heißt, wenn sich in einem dieser beiden Räume eine gewinnbringende Investition bietet, dann wird man die auf jeden Fall ergreifen. Ganz egal, wie hoch der Steuersatz ist. Also ob diese Gewinne mit 90% oder mit 10% besteuert werden, ist für das Unternehmen erstmal egal. Wenn das Unternehmen Gewinn machen kann durch eine Investition, dann wird es diese Investition erst einmal tätigen. Also ob eine Investition getätigt wird, das hängt vom Kapitalwert der Investition ab. Der Kapitalwert, der berechnet sich aus den zu erwartenden Erträgen der Investition, versteht sich von selbst, und aus dem aktuellen Zinssatz. Und wenn sich in einem Wirtschaftsraum eine Investition mit positivem Kapitalwert bietet, dann wird man die tätigen. Völlig egal, ob die Gewinne, die man später daraus kriegt, ob die mit, wie gesagt, 10%, 50%, 90% besteuert werden. Wenn sich da Gewinne bieten, dann wird ein Unternehmen diese Investitionschancen nutzen. Alles andere wäre irrational. Also das ist eine völlige Fehlannahme, die der Typ hier trifft. Also wir sehen das sehr schön in Deutschland. Der Unternehmenssteuersatz in Deutschland hat sich von den Anfang der 90er bis in die 2010er rund etwa halbiert. Der Unternehmenssteuersatz hat sich halbiert. Die Investitionsquote ist im gleichen Zeitraum gesunken. Also der Unternehmenssteuersatz ist von 60% aus 30% gefallen, ungefähr, Pi mal Daumen. Und die Investitionsquote, sowohl die Nettoinvestitionsquote als auch die Bruttoinvestitionsquote, die sind gesunken. Also niedrigerer Steuersatz, halb so niedriger Steuersatz und trotzdem eine sinkende Investitionsquote. Die Unternehmen haben weniger investiert, obwohl der Steuersatz sich halbiert hat. Das widerlegt diese Theorie, wir müssen die Steuern senken und dann investieren die Unternehmen. Das widerlegt diese Theorie empirisch. Die hat nichts mit der Realität zu tun. Im gleichen Zeitraum, Anfang der 2000er, nämlich, sind die Unternehmen auch Nettosparer geworden. Das heißt, der gesamte Unternehmenssektor hat per Saldo gespart. Nicht investiert, gespart. Also das lässt sich empirisch nicht bestätigen. Wir senken die Steuern, dann investieren die Unternehmen mehr. Nein, die Unternehmen investieren, wenn es entsprechende Nachfrage nach ihren Produkten gibt. Und für die Nachfrage müsste man die Massenkaufkraft senken, Massenkaufkraft steigern. Hier hat Mimasi völlig recht, beispielsweise durch Steuersenkung für die Mehrheit. Die Steuern für Unternehmen, die kann man ruhig erhöhen, ohne dass das die Investitionen der Unternehmen einschränkt. Die Steuern für die breite Masse, die müssen sinken. Die Einkommen der breiten Masse, die müssen steigen. Aber die Steuern für Unternehmen, die kann man ruhig wieder erhöhen. Die kann man auch ruhig vereinheitlichen. Also es ist ja ein Problem, dass ein Unternehmen wie Amazon, wir haben es vorhin gehört, Steuersätze von weniger als 1% hat, aber der Mittelstand die 30% zahlt. Das ist ja auch eine Verzerrung des Wettbewerbes. Sie auch, dass es einen Wettbewerb um Standort gibt und dass wir in Europa große Fragen zu beantworten haben. Wie gehen wir mit China um? Wie gehen wir mit dem IRA auf Seite der USA rum? Ja, haben wir vielleicht noch mal die Kraft, Handelsabkommen wie zum Beispiel mit Südamerika zu schließen? Und dafür sollte man sich positionieren und zwar nicht so, wie Sie das jetzt gerade gemacht haben und schon gar nicht so, wie Sie das. Ja. Die USA planen Wirtschaftskrieg gegen die halbe Welt. Lasst uns noch abhängiger von den USA machen. Super Idee, also wirklich. Also ihr merkt mal wirklich, wessen Interessenachse spricht. Wie gesagt, Matthias Döpfner, guckt euch an, in welchen Thinktanks der sitzt. Zweitwichtigster Aktionär von Axel Springer. Der wichtigste, der Hedgefonds KKR, der in zahlreiche Rüstungsunternehmen investiert. Wer also ein Interesse an einer weiteren Eskalation der geopolitischen Lage hat. Dessen Interessen vertritt dieser Journalistendarsteller hier. Gemacht haben. Wie positioniere ich mich? Indem Sie den Wettbewerb für Europa noch schwieriger machen, zumindest wenn es um große Unternehmen geht. Wir sagen ganz klar, wir wollen natürlich die Mitte entlasten, aber dadurch, dass zum Beispiel US-Tech-Konzerne auch einen angemessenen Beitrag an den Steuern zahlen. Und ich will mal sagen, reden Sie doch mal über den Mittelstand in Europa. Die Schuldenbremse, die haben wir ja auch auf europäischer Ebene. Ich habe vor 10 Jahren bereits gesagt, wir müssen langfristige öffentliche Investitionen aus den Schuldenregeln herausnehmen. Ich bin damals von allen wie ein Maßmäßiger. Können die Barley, oder nee, das war gerade die Klöckner, können die Klöckner und die Strack-Zimmerer nicht mal aufhören, die ganze Zeit zu versuchen, Demasi zu unterbrechen? Also das ist, achtet mal da drauf. Die machen die ganze Zeit nichts anderes.
Ja, es wird jetzt auch wieder abgelenkt. Und es ist, nein, das lenkt nicht ab. Das ist aber Ursula von der Leyen findet es aber richtig. Politiker in Europa ist, wir gucken, ja, auf, wir machen das, wir gucken gemeinsam auf eine der großen Herausforderungen, die die EU auch zu meistern hat. Das ist die Klimakrise. Werden wir darauf gucken? Ja, darauf könnt ihr gerne gucken, aber ohne uns. War eine schöne Herr Reaktion. Herr de Masi, habe ich noch mal das Zitat. Zum Abschluss, ja, furchtbare Propaganda. Der ÖRR sollte abgeschafft werden. Mein Fazit seit langem, solche Talkshows braucht kein Mensch. Ja, na gut, dass wir de Masi eingeladen haben. Wenigstens eine positive Sache. In dem Sinne nochmal der Hinweis, folgt mir auf Rumble und folgt mir auf Odyssee. Dort erscheinen meine Reaktionen, die ich hochlade, normalerweise früher als auf YouTube. Das heißt, wenn ihr diese Reaktion hier beispielsweise sehen wollt, dann seht ihr sie zuerst auf Rumble bzw. auf Odyssee. Auf Rumble heiße ich Agitator der sozialen Marktwirtschaft, ihr habt es gerade gesehen, und auf Odyssee heiße ich Agitator der sozialen Marktwirtschaft und die sekundäre Agitation. Die Links befinden sich in der Kanalbeschreibung, in der Videobeschreibung, dürften also für euch leicht zu finden sein. Also geht auf Rumble, geht auf Odyssee und abonniert mich bitte da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bei der Europawahl BSW wählen.